Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei The Secret World. Zusammen mit dem Malael und mit dem Villandesh. Wir sind hier vor dem Eingang von New York, weil anscheinend ja das erste Foto, das habt ihr wahrscheinlich jetzt euch auch denken können, und der Malael hat es ja auch schon vermutet, scheint in New York zu sein. Und wir haben den Villandesh jetzt dazu bekommen, dass er sich unserem Team angeschlossen hat. Und das Coole ist, der ist halt schon voll erfahren, ne? Nicht wahr? Ah ja. Ah ja. 2012. Also ein bisschen. So, er weiß also alles und hat uns schon vorgewarnt, dass diese Quest hier richtig, richtig... Oh, da läuft ein nackiger Mann vor mir. Okay. Ganz richtig fies wird. Und also nicht kampfmäßig, sondern rätselmäßig. Noch fieser als das, was wir bisher schon gemacht haben. Also auf nach New York, weil das so lange dauert. Also müssen wir uns beeilen hier. Ja, gedankenmäßig fies, aber wissen wir ja, mit wem wir nichts rechnen müssen, ne? Mit dir, ja. Ja, andererseits, ich habe ja schon New York gerechnet. Also ich habe mein Teil hier schon erfüllt. Ja. Ja, unser Villandesh, ne, hieß es, ist das richtig? Ja, ne? Ja. Richtig. Ja. Du hast schon gesagt, du hast schon sämtliche Charaktere auf deinem Account schon hochgelevelt und du bist aber Solo-Spieler eigentlich. Eigentlich Solo-Spieler, ja. Ja. Und du kennst auch die ganzen Instanzen und so, kennst du auch noch nicht? Das heißt, du hättest ja potenziell ja, wäre das ja was Neues dann auch. Was man potenziell mit dem zusammen macht. Volle Noob, genau. Ja. Ansonsten richtig gutes Equip hat er am Start, bestimmt. Ja. Hilft uns jetzt wahrscheinlich ohne Ende. Nee, das kannst du auch nackt machen. Okay. So. Achso, wir müssen dann wieder auf den Malael warten, dessen Computer wahrscheinlich noch lädt. Ja, aber der ist schon fast durch. Ja, New York. Die Hauptstadt der Illuminaten. Und da wir jetzt ja auch einen Illuminaten dabei haben. Nivon. Ach ja. Nur wegen den Uniformen. Weindesch? Ja? Du kannst Koali doch mal durchs Labyrinth ehren lassen. Wenn er den Trick nicht kennt. Was? Das Labyrinth hat einen ganz kleinen. Wenn man weiß, wie, ist es recht easy. Welches Labyrinth? Zum Illuminatenhauptquartier. Ach so, okay. Da kommt man doch als Gegner da gar nicht hin, oder doch? Ja, bis zum Eingang. Ja. Bis zu den Wachen und dann. Und schmeißen sie raus, genauso wie beim Templer-Hauptquartier. Da ist schmeißen sie nicht. Ja, du bist ja auch Templer. So, wir folgen einfach mal denen, die sich auskennen. Nämlich der Frau in Blau. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Der Villandesh, die Villandesh hat auch das Motorrad. Das heißt, der Malael muss jetzt echt aufpassen. Weißt du, wenn der Mann irgendwie scheiße wird, dann rushen die Frauen einfach weg. Was soll denn? Ja, drei Männer, die Witze über Sexualität machen. Was kommt dabei schon Gutes raus? Oh, hier ist Wissen. Und da hinten auch. Ich will mal eben Wissen gucken. Sehen wir gut, ich weiß nicht, ob hier oben eins ist. Ja, zwei Stück. So, am besten immer in alle Ecken reinschauen. Was bringt einem das eigentlich? Wenn du einen Satz komplett hast, kriegst du dafür, glaube ich, EP und Kraftpunkte. Ja, genau. Ah, cool. Okay. Mein Sprinten funktioniert nicht, warum auch immer. Meinst schon. Vielleicht, weil ihr Motorrad habt und ich zu Fuß laufe, weil ich sportlich bin und nicht so faul mit dem Motorrad. Ah. Oh. Okay, Koali, wo geht's lang? Hier lang. Oh, das ist langweilig. Folgt mir. Ich bin ja nicht blöd. Ich sehe die Hände schon. Aber ich glaube, wir müssen ja gar nicht zum Hauptquartier, wir müssen ja woanders hin, oder? Genau, wir müssen da eine andere Ecke. Aber ich habe mir leider keinen Marker gesetzt. Ach, das kann man da auch versuchen. Marker setzen. Ja, auf der Karte. Ah. Macht Sinn. Wenn du M drückst, musst du einfach nur auf den Punkt auf der Karte Wissen gefunden. Sehr schön. Also mit einem Rechtsklick kannst du auf der Karte
Marker setzen und beschriften. Ah, nice. Das wäre natürlich was. Funktioniert auch gleich in der Minimap. Das wäre natürlich. Quali? Ja. Welche Altersbeschränkung hast du für deine Videos? Also deine Let's Play-Videos? Bisher keine, aber man kann sie ja nachträglich noch auf 18 setzen. Wieso wolltest du einen versauten Witz machen? Nein, ich wollte nur, bevor du das vorliest, was du da gerade beim Wissensobjekt gefunden hast. Meinte ich nur. Ach so. Oh, wo war denn das noch? Ja, es muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Also es ist ja jetzt nicht so am Eingang vermutlich, oder? Ich glaube, das ist irgendwie so. Boah, ich bin viel zu schnell beim Rennen. Ah, jetzt fällt mir gerade wieder unnützes Wissen ein. Unnützes Wissen? Was denn für unnütze Teile ist mit uns? Warum sind Kanaldeckel rund? Ja, bitte? Weil sie so nicht in den Kanalschacht runterfallen können. Aha. Das geht mit eckigen Gittern nicht, oder was? Aber ein eckiger kannst du so querstellen, dass durch das eckige Loch durchfällt. Aber den runden Deckel kriegst du nicht durch einen kleineren Durchmesser durch. Aha. Jetzt, wo du es sagst, hat Sinn. Wo war denn das noch? Eben. Die Quest habe ich nämlich einmal gemacht, beziehungsweise zweimal, und dann war es mir zu nervig. Noch aha, hab's. Ich bin ein Genie, ich hab's. Jo, hier, Kanaldeckel benutzen oder was? Erstmal Wissen farmen. Ich bin noch nicht zu euch an. Wollen Sie die Kanalisation von New York betreten? Erst wenn der WLAN-Dash da ist. Wenn der Profi da ist. Ja? Der orientierungslose Profi ohne seine Marke ist er nämlich hilflos. Ich würd mal sagen, fail. Der linke Gang, dann kannst du es nicht verfehlen. Ja. Der linke Gang von wo aus? Links? Von ganz am Eingang. Jetzt nach oben. Direkt geradeaus nach oben. Guck mal auf die Minimap, wo wir sind. Ja. Ja. Noch echt? Noch links? Ah, ja. Hallo? Okay. So, und ab in die Kanalisation. Ah, damn it. Bei Gusto war noch was. Lass mich raten, jetzt kommen hier hunderte von Gegnern. Nee, hier ist das Rätsel. Noch ein Rätsel? Ja, ich dachte, ich hätte schon gelöst. Ups. Ich hab das nächste Rätsel. Okay, ich bin raus. Wieder ein lateinischer Spruch. Ja, aber wo ist denn die Vorlage? Na, was siehst du? Ich kann jetzt dann da leider nicht mit runter, weil ich ja die erste Stufe bei euch nicht mitgemacht habe und vergessen habe, das nachzuholen. Ach so. Aber ich kann es euch ja mal ein bisschen beschreiben. Okay. Einen Weg finden, den Seance-Kreis zu aktivieren. Ja, aber wir müssen doch erstmal jetzt so eine Vorlage haben, oder nicht? So ein da steht wieder irgendwo ein lateinischer Spruch, ja. Ja, wo? Etwa Generator. Ah, ja, da steht was. Non sum qualis erama. Eram. Okay. Ja, jetzt müsste man natürlich das Ding von vorher nochmal wissen. Du Scheiße. Kannst du doch nachgucken, ja. Oder nicht? Das Bild müsstet ihr ja haben, da sind die ersten übersetzten Buchstaben drinnen und die restlichen fehlenden Buchstaben müsst ihr jetzt leider per Trial and Error rausfinden oder cheaten. So, welcome back. So, und wir haben jetzt hier den Spruch Non sum qualis eram. Okay, versuchen wir es mal. N O N S U M. Was ist das Q denn jetzt da außen? Okay. Q A. Ah nee, nein, das war falsch. Q K Q U muss man ja. Nee. Nochmal neu. Ärgerlich. No, nochmal. Also N O N. Das nächste macht der Malael.
Zoom. Q. U. A. L. I. S. I. A. M. Meine Vorbereitungen waren Tada! Nicht. Seit ich meinen Leib an die Höllendimensionen gewöhnte, fühle ich mich unwohl unter Menschen. Jedes Klima birgt ein neues Fieber. Die Sonne auf meiner Haut macht mich krank. Meine Ernährungsgewohnheiten extrem. Ich verkomme langsam zu einem Bilderbuchmonster und kein Kreuzpunkt, kein Portal hilft mir. Ich bereise die Welt, suche einen verlorenen Aussätzigen. Dieser nützt nichts und jener auch nicht. Er muss frisch sein, entblößt. Ich bin getrieben. Sakarissa wartet an der Grenze. Warum kann der reden, obwohl er schon gar nicht mehr da ist? Egal. Er ist OP. Er ist OP, genau. Sollen sie nach New York reisen? Na klar, will ich nach New York reisen. Ich glaube, das nächste ist in London. Es hätte Sinn, ja. Ich habe auch schon weiter gescrollt auf meinem zweiten Bildschirm zum zweiten Rätsel. Oh, also für meine Verhältnisse ist das Laden gerade echt schnell. Oh, ich habe mich schon wieder verlaufen. Oh, da stehe ich gerade an mir vorbeirennt. Ja. Wir könnten eigentlich, wenn wir das ja mal gemacht haben, hier die Quests abgeschlossen, dann könnten wir ja mal zu dritt versuchen, diese Instanz zu machen. Meint ihr, das funktioniert? Welche? Die erste. Naja. Wer tankt? Wer heilt? Ja, du kannst doch alles hier. Du bist doch der Pro. Ich bin Pseudo-Heiler. Das Problem ist, ich habe keine Tankausrüstung. Das ist... Was heißt das? Naja, als Tank hast du eigentlich hauptsächlich viel Leben und entweder blocken oder ausweichen oder... Ja, aber ich glaube, in der ersten braucht man das noch gar nicht so krass, diese Aufgabe. Ja, es stimmt, die ist eigentlich mehr so für einen Einstieg gedacht. Man könnte es ja mal probieren, ja. Wenn wir dann failen, dann können die Zuschauer wenigstens lachen. Ja, genau. So ein Facepalm. So. Ja, muss man ja leider so sagen. Die meisten Menschen sind sehr Ich habe Wissen gefunden. Aha. Und der Maler El ist von vorbeigelaufen. Ich komme da bestimmt irgendwann nochmal hin. Bei meinen Ladezeiten, da geht man nicht wieder zurück. Das ist richtig. Man lernt Dinge zu akzeptieren. Ich finde das ja sowieso gut, dass ich gerade mit meinem schlechten Ping dieses Spiel überhaupt spielen kann. Aber gut, es ist auch kein Shooter. Ja, eben. Hier läuft ein Hase an mir vorbei. Hinterher. Fang ihn und gib ihm einen Tiernamen. Hasi? Ich habe meine Uhr jetzt gar nicht eingeblendet. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Wow, bin ich jetzt der Erste, der fertig mit Laden ist? Wo bist denn du? Oder seid ihr schon weiter? Ich bin jetzt schon im Ladebildschirm nach London. Jetzt, ich bin gerade in London drin. Ja, okay, dann bin ich doch nicht der Erste. Ich habe mich schon gewundert. Die Letzten werden die Ersten sein, steht schon in der Bibel. Ja, ich glaube, ich habe da mal reingeschaut. Manchmal stehen da ganz vernünftige Sachen drin. Wenn die Leute da nicht immer so Scheiße mitmachen würden, wäre das natürlich so. So. Guck mal also eben mit mal auf mit meinen... Ja, ach, wir haben noch ordentlich Zeit. So. Also meine Klamotten gibt's bei der hier. Mit dieser gelben.
Ja? Ja, hier kann man auch Klamotten kaufen. Ah, ja, cool. Ja, ich weiß, dass man hier auch Klamotten kaufen kann, aber ich habe immer gedacht, die sehen nicht so cool aus. Aber anscheinend ja doch. Oh, manche schauen ganz cool aus, ja. Aber ich finde meine neue Lederjacke cool. Oh, stimmt. Könnte ich ganz kurz in einem Laden was nachgucken? Ich will gucken, ob ich mir jetzt den Mantel leisten kann, den ich so toll finde. Männer. Hey, ihr könnt es ja drehen und wenden, wie man will, ne? Ich bin der Gewinner. Ich habe zwei Frauen an meiner Seite. Aha. Ja, nur die Auswahl an Schuhen ist sehr begrenzt. Oh Gott. Du lebst in deinem Charakter richtig, ne? Ja. Ich habe schon stundenlang beim Shoppen verbracht. Das ausprobiert. Das Outfit gefällt mir besser. Es hat einen Totenkopf. Oh Gott, ich hasse diesen Ladebalken. Sind wir noch im Ladebalken? Hey, Güte. Ja, der Laptop ist, keine Ahnung, 8 oder 10. Keine Burka hier. Der ist 10 Jahre nicht, aber der ist so... Ja, 8 Jahre, komm hin. 8, 7 Jahre alt ist der. Ja, dann... Kinder, ihr könnt auch mit so alten Möhren noch The Secret World spielen. Also. Wenn ihr alle Grafikeinstellungen auf den niedrigsten Wert stellt. Ja. Wie hast du mich eigentlich gefunden, Willandesch? Na, ich schaue mal so immer durch, wer die letzte Woche oder so Videos hochgeladen hat bezüglich TSW. Mhm. Und da gibt's nicht allzu viele. Aha. Und dann im Spiel war Zufall, oder was? Ja, ich habe gerade vorhin eingeloggt und dann mal ein gewisses Hu gemacht und dann habe ich gesehen, dass du online bist. Ah, okay. Da ist Wissen. Hab ich schon, ist meine Heimatstadt. Oh ne, hab ich doch noch nicht. Haha, siehst du, ja. Ich wollte hier ist nochmal so Wissen. Ich wollte jetzt mit der erhobenen Nase an dir vorbei und dann, ups, ich im Fenster, ist doch da. Im Plattenladen, das hast du auch schon? Oh Gott, nein, ich war noch nicht in den Läden. Ich war in den Klamottenladen, Diese Templer. So, jetzt wollen wir aber auch sehen, was du da jetzt hier kaufst, hier. Wenn ich es mir leisten kann. Was willst du denn kaufen? Der Mantel mit Schal. Ich glaube, das ist... Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Let's Play schon mal gezeigt habe, der Laden hier. Ich glaube nicht. Das ist der Shoppingladen hier. Hier liegt der Katalog. Genau. Mit tollen Motiven. Mach ich mal an. Ja, wir können ja mal Katalog blättern, während der Mann einkauft, ja. Nee, Straßenkleidung für Frauen, da bin ich falsch. Fancy. Wo gibt's Schuhe? Hier, glaube ich, ne? Nee, Straßenkleidung. Da gibt's auch Winterstiefletten in Rot. Offene Mantel mit Schal. Oh, nee, da fehlen mir jetzt ca. 20 Riesen. Schade. Nee, mein Outfit ist gut. Das ist mein Outfit. Leider. Ne, mit mir fehlen 20.000 für das, was ich wollte. Okay, dann können wir ja endlich unsere Quest machen. Also, wo müssen wir denn nochmal hin? Wir müssen irgendwo so eine komische Treppe finden, die nach unten führt. Valentisch kleidet ihn um. Die ist in der Nähe von der U-Bahn-Station. Ah, schickes Outfit. Super. In der Nähe von der U-Bahn-Station. Ja, lauf mal vor. Also, wir müssen auf den Jungen warten, weißt du. Ne? Ja, das Problem ist, den Sprint, dann kann man nicht mehr downgraden. Das ist. Ja, das ist schon richtig. Dann musst du halt normal laufen. Ah, du hast auch diese Blinkefüße. Ja. Ihr seid alle Pros. Und ich fühlte mich mit meinem Motorrad schon cool. Boah, bei mir leckt es gerade tierisch. Ja, bei mir auch ein bisschen. Hier ist das. Ah. Könnt ihr da rein? Okay. Yep. Ja. Danke dir. Lebensretterin. Wollen Sie in den Hausbesitzer Unterschlupf? Was ist das eigentlich für ein Akzent, den du da hast? Österreichisch? Oder wo kommst du her? Naja, österreichisch, ja. Österreichisch. Gemischt. Gemischt. Mischung aus steirisch, niederösterreichisch, wienerisch. Aha, okay. Hier ist das Rätsel. Okay. Und da oben habe ich gerade gesehen, ist der Spruch. Orbis non sufficit.
Oh, toll. Bei mir hat der Ladebalken gerade gerast. Ich dachte mir, ja, endlich bin ich mal als Erster da. Und dann fängt es schon an, über das Rätsel zu reden. Das tut mir irgendwie nicht leid. So, willst du mal? Na, das überlasse ich dir. Das überlasse ich der Person mit dem voll. Mit dem zweiten Bildschirm, ja, ja. Ja, auch. Eigentlich wollte ich sagen, die Person, die besser im Denken ist. Ich bin eher die Muskeln. Also ich das nochmal erleben darf, dass jemand mich als Mensch oder als Person mit dem besseren Denkvermögen bezeichnet. Orbis. Nun. Su. Boah, wenn ich die Lösung nicht hätte, das wäre echt fies, Leute. Das wäre echt fies. Aus Neugierde, wo steht der Text denn eigentlich? An der Decke. Was? An der Decke? Oh, ist das eine miese Nummer. Wenn ich schlafe, sehe ich diese Gestade brennen. Ja, das Spiel ist dreidimensional. Doch wach sehen. Ja, aber trotzdem. Beachtet bitte auf die Decke. Schämen dieser Stadt. Lass den Typen nochmal reden hier. Ich habe kein Spiegelbild. Der redet zwar nur Scheiße, aber... Das Glas fühlt sich fremd. Das ist auch etwas, was man beim Video schauen manchmal... Ich will diesen Ort nicht denkt, warum schaut nicht der mehr, Idiot sich nach Opfer oben? Bedauere, die ich brachte. Oder jene, die noch kommen. Bittet nicht. Tobt nicht. Sollte ich sagen. Denn eure Sprache... bedeutet uns nichts. Sakarissa. Ah ja, der mit seiner Sakarissa, echt. Ey. So, ich habe aber inzwischen genug Punkte, um hier die Blutmagie endlich voll zu skillen. Dann kriegst du ein neues Oberteil. Das du nicht mögen wirst. In der Tat. Warum? Willst du die Punkte schon ausgeben oder willst du noch warten? Wieso? Was? Wie wo? Ich habe den inneren Kreis der Blutmagie jetzt voll. Und ich habe es zwar noch nie benutzt, aber du weißt, ich skille ja kreuz und quer. Ja. Total effizient. Hast du auch einen neuen Mantel, ne? Müsste ich eigentlich, ja. Guck, ja, und den wirst du hässlich finden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh Gott. Das ist das Erste, was ich sehe, ist diese Frau mit dem Bart. Super gemacht, dankeschön. Ja, das wäre noch witziger. Mach das mal hier, wenn der Maler-Elfreich rauskommt. Oh Gott. Was? Ja, warte, bis der Ladebildschirm zu Ende ist. Der ist jetzt gerade bei der Hälfte. Ja, du wirst es lustig finden. Okay, ich bin gespannt. Was habt ihr mich neugierig gemacht? Ja, ja. Lade Kultur endlich. Erlangt. Schade, dass wir jetzt nicht. Gut, wir kriegen ja deine Reaktion mit, aber. Du würdest mein Gesicht. Mein Gesichtsausdruck würdest du gerne sehen, ne? Och, das steht mir nicht, dieser Ritualmantel. Ja, hab ich gesagt, ich mag ihn auch nicht. Dann, bei dem sieht meine Oberweite so riesig aus. Oh, andererseits vielleicht? Ja, okay, stimmt, vielleicht. Ich bin vielleicht doch leicht gefangen, mein Blick. Ey, cool, wo hast du das denn? Das ist vom Krampus-Event. Ah, das Krampus-Event, wo man dann auch Krampus' Mutter killen muss. Zum Beispiel, ja. Ja, okay. Das Bahnhof, ist... Bahnhof, Bahnhof. Aber gut. Punkige Lederjacke. So, und wir gehen weiter. Erstmal weiter runter scrollen im zweiten Bildschirm. Müsste ich, glaube ich, ins Tabula den Raum gehen. Nach weiteren Informationen über Wickers Vergangenheit durchsuchen. Müssen wir, haben wir vergessen, ne? Das war meine Ladeorgie, nein. Womit habe ich das verdient? Ja, wenigstens lädt das jetzt schnell. Ja, wahrscheinlich, weil du schon mal drin warst. Gleichzeitig haben wir uns bewegt. Ja. Ich sehe da ist die Tagebuchseite. 2 Monate sind vergangen, Zeit ist keine vergangen. Den Fasten ist abgeschlossen. Nee, ist klar. Jetzt muss man wahrscheinlich die Symbole in das genau andere
Wieder Tabula rasa septimus, okay. Das heißt, wir müssen ins Tabula rasa. Das weiß ja sogar ich, dass es das hier gibt. Ernsthaft? Das ist auch eine Kneipe hier in London, ne? Ja. Sehe ich, wie jemand aus der Alkohol trinkt? Ja, viel davon. Ich würde ja fast sagen... Hey, du hast gefragt. Ich würde ja fast sagen, dass ich leicht verletzt wäre, wenn es nicht wahr wäre. Ja. Ach, du probierst schon wieder hier Zeug um. So, wo ist das Tabula rasa? Also, geh mal da links rum. Laufe der Samurai vor. Warte, ich kann mal ein paar Blumen kaufen hier. Warte, ich muss mal ein paar Blumen kaufen. Warte, Valendash. Blumen kaufen? Dreh dich mal kurz um. Oh, gelbe Gänseblümchen. Okay, die schade, hab mich geehrt. Kaufen, gelbe Gänseblümchen. Ich will gelbe Gänseblümchen haben. So. Fertig, tschüss. Ich dachte, das wäre so komplett offen, weißt du? Bis zum Bauch. Achso. Wo nur so ganz knapp das Nötigste bedeckt ist, weißt du? Ne, man kann ja noch hoffen. Übrigens, links doch ein Park. Durch den Park? Koali? Ja. Da hinten kannst du auch einen Persönlichkeitstest machen, ne? Ich weiß, ja. Ich habe erstmal Wissen gefunden gerade hier. Das freut mich gerade wieder total. Da müsste auch Wissen sein, glaube ich, hier irgendwo. Oh, Wissen! Oh, da hinten ist auch Wissen. Oh Gott. In der allerersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, da hast du mich, meinen Charakter doch schon ohne Hose gesehen, also. aber ich habe auch keine Haut gesehen oder dergleichen. Ja, das musst du jetzt. Ach, kannst du die Zuschauer jetzt nicht irgendwie in dem Glauben lassen, dass es einen Nude-Patch oder sowas gibt? Die ganzen 12-Jährigen googeln jetzt danach. Verdammt. Denk dran, wenn die Folge rauskommt, dann dauert es eine Weile, bis das jetzt rauskommt. Das ist korrekt. Ja. Ja, ich erkenne das Bild wieder hier. Ja, ich auch. So, Shop öffnen. Wir müssen den. Oh, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Ein richtig, richtig mieses. Ich denke an sehr viel Gehüpfe. Ja, zum Jump'n'Run. Zack. So, die Audiokassette anhören. Da müsste jetzt auch mal leise sein, wenn ich die Audiokassette anhöre. Wo bist du denn? In meinem Zimmer halt. Alles ist wahr. Oh. Muss doch hier den Schlüssel kaufen. Waren eins. So viel muss den kaufen. Und doch ja. Ändert es alles. Psst. Sie hatten recht, diese Geschichte zu leugnen. Menschen wie Dämonen. Denn ihre Herrlichkeit ist brüchig. Mir schwindelt ob der Möglichkeiten. Es ist der Fluch des Historikers, außerhalb zu stehen, hineinzublicken auf fossil gewordenen Ruhm. Was, wenn man ihn zurückbringen könnte? Was, wenn jemand willens wäre, es zu tun? Okay, den Aktenkoffer untersuchen. Okay, britisches Museum des Okkulten. So, und du musst jetzt auch noch alles machen wahrscheinlich, ne? Weil du nicht nachgekommen bist hier. Ja? Ich geh schon mal raus. Tschüss. Will ja nicht hier so mit so einem Wasowski alleine auf dem Zimmer sein. Wir waren schon zusammen in Zimmer 13. Erinnerst du dich? Ach stimmt, das ist richtig, ja. Und du hast dich aufs Bett gelegt. Ja, du bist ja nicht dazu gekommen. Kann ich da was für? Gott. Das ist jetzt der nächste Hinweis. Museum, oder? Wir müssen zum Museum, ja. Oh, wieder laden. Ja, das ist ein Anti-Quest gegen deinen Computer. Ja. Dem wird jetzt alles abverlangt hier. Ich muss aber sagen, gegen Abend, wenn kaum noch Spiele online sind, dann lädt er richtig schnell. Ich glaube, mit den Spielern hat er die meisten Probleme. Ja, sag doch gleich, der hat was gegen uns. Nein, doch nicht gegen euch beide.
Kannst du auch Dance Moves? Ja, so hier wie jeder eigentlich. Also keinen speziellen. Aber möglicherweise, dass einer beim seinem Pack dabei war. Okay. Die Zentrale. Ah, Gangnam Style, yeah. Nice. Das war jetzt schon ein Screenshot für diese Folge. Sieht so aus, als ob du was zwischen den Beinen hättest. Ah, du wieder, ey. Jetzt hör doch mal auf damit. Warum denn? Ich bin nicht dafür, ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage, nicht was du verstehst. Der war wirklich gut. Da ist mir gerade ein Hase durch mich durchgelaufen. Das ist so ein bisschen gruselig. Da unten gibt es übrigens auch Wissen, glaube ich. Hier gibt es überall Wissen. Das ist eine wissensreiche Stadt. Da hinten zum Beispiel gibt es auch Wissen. Haben. Das ist irgendwie gruselig, dass du das noch nicht hast. Ja, ich bin halt nicht so hinter den Dingern her. Ich wäre bisher auch nicht. Aber jetzt, wo du gesagt hast, da gibt's was für. Das hab ich früher auch noch nicht gewusst. Habe ich selber erst vor kurzem, kurz bevor wir die erste Aufnahme hatten, habe ich das selber erst rausgefunden. Geschlossen. Ich bin ein Templer, ich habe die Rechte reinzugehen. Aufgrund unsere Besucher, bla bla, ankündigt die Wiederholung der Sommervorträge. Oh, ich habe 6 Stück gekriegt. Online über den privaten YouTube-Kanal verfügbar. Seht euch meinen Kanal an. Eliot D-Wurst. Okay, jetzt öffnen wir mal den Internetbrowser und gehen auf YouTube. YouTube. Jetzt bin ich gespannt. So, und dann suchen wir. Wie heißt der? Eliot. Hier. Eliot D. Wurst. Okay, D. Wurst. Suchen. Eliot D. Wurst. Da gucken wir mal den Kanal an. Und tatsächlich, da finden wir ein Video. Und dann gucken wir uns das doch mal an. Wie viele. In summary, we too blithely dismiss it as an unnatural disaster. An aberration. A realm of theatrical fire and brimstone. If you would truly understand the hell dimensions, consider it a starving dog, maddened, rabid, with an unfulfilled desire for life. Our life. Life on Earth. We use that as a bargaining point. I put it to you that this exploitation disgraces us all. We look at the demon and we see only spit on the mirror of our world, not the reflection itself. Okay. Nett. Dann als nächstes hätten wir einen Tyrannidenbericht gesehen, aber den war jetzt weggeklickt. Oh. Gegen wen? Weiß ich nicht, habe ich weggeklickt. Kannst ja dann pausieren, wenn das Video hochkommt und nachgucken. So, aber das ist ganz cool. Das finde ich eine der Sachen, die dieses Spiel echt cool macht, dass es halt so eine Kooperation irgendwie mit dem normalen, also mit dem realen Internet gibt. Also das ist hier wirklich, also könnt ihr ja auch mal googeln, das gibt's wirklich, den YouTube-Kanal, ne? Ja, und ist halt ein Video drauf. Wie viele Abonnenten? 332. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft. Okay. Ja. Ich wette, das Video ist sogar noch monetisiert. Monetarisierter. Das wär's, ja, damit die Firma auch richtig noch Kohle damit macht. Ja, ja, aber man kann denen dann ja nicht mal vorwerfen, dass die den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Okay, mit diesem tollen Satz und mit einem hüpfenden Maler-El beenden wir diese Folge und als nächstes versuchen wir es dann zu dritt in die 5-Mann-Instanz aus der ersten Region, ne? Habt ihr was dagegen? Nee? Nö, bin dabei. Was wird das? Was? Und los? Und? Jetzt wäre es cool, wenn er das nach hinten überkippt. Na, okay.
Alles klar, ein Bild für die Götter. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Quali, euer Malael und euer Vilandesh.